Ja, Juraj Šimek, man hat heute das Gefühl gehabt, gerne verschiedene richtige Spiele reinkommen, der Aufbau nicht funktioniert. Was hat das gelegen? Ja, ich würde sagen, im Moment sind einfach die Strafen, die uns umbringen. Jedes Spiel haben wir 5-6 Strafen und es ist einfach viel zu viel im Moment. Und hinten raus sind wir nicht gut mit der Scheibe, mit dem Scheibeumgang. Es ist katastrophal in unserer eigenen Zone. Wir Verteidigung überstürmen, das müssen wir korrigieren, so schnell wie möglich. Weil, wir zeigen mehrmals im Spiel, wenn wir unser Spiel spielen, 5 gegen 5, dass der Gegner, so heute zum Beispiel Freiburg, Mühe hat gegen uns. Aber wenn wir Fehler machen und Strafen nehmen, wird es schwierig gegen jeden Gegner. Ich habe das Gefühl gehabt, man ist allgemein zu wenig intensiv gewesen. Das Goal von euch hat gezeigt, wenn man durch die Mitte durchgeht, das hilft. Warum hat man nicht gerne von Paris Saint-Germain nicht mehr, auch ein bisschen mehr eben mit Körperspiel, mit Intensität ins Gegenstritt hineinzugehen? Ja, ich sage Intensität, es hat schon ein bisschen gefehlt. Zweikampf der Bande haben wir mehrheitlich verloren. Und eben, wenn man Zweikampf verliert, dann gewinnt das Spiel wahrscheinlich nicht. Und das war jetzt gegen Freiburg der Fall. Ja, die letzten zwei Spiele gegen Freiburg genau das Gleiche. Und ja, jetzt müssen wir einfach, jeder muss sich selber an der Nase auseinander schreissen und ins Spiel schauen und den Job machen. Und einfach die Zweikampf gewinnen und das machen, was der Trainer will. Herzlichen Dank, gute Herren. Merci.